Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Ich bin die Kathi. Und wir haben heute es endlich geschafft, einen weiteren Teil unserer Reihe Videospiele Unplugged aufzunehmen. Heute unter dem Titel RPGs. Generell, wir schauen uns an, wir nehmen uns ein Videospiele-Genre oder Spiel und suchen dann Brettspiele, die dazu gut passen. Hier in diesem Fall haben wir jetzt das Videospiel-Genre der RPGs genommen. Wir haben auch schon mal ein Video gedreht zu MMORPGs, in dem wir hauptsächlich den Fokus darauf gelegt haben, dass man als Gruppe tatsächlich zusammenspielt und seine Charaktere entwickelt. Jetzt bei RPGs geht es eher darum, dass jeder Spieler seine eigene Heldengruppe hat und damit die Welt bereist. Aber steht natürlich offen, auch andere Dinge zu wählen. Ich bin gespannt. So, und nach dieser langen Vorrede würde ich sagen, wir steigen einfach direkt ein. Ich eröffne unsere Runde, und zwar habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit das abstruseste Spiel, zumindest was das Artwork angeht. Und zwar ist es das Spiel Insula. Vorweg, ich habe das Thema des heutigen Tages, also RPG, vor allem auf so Fantasy-RPG bezogen. Und mir ging es sehr viel um das Erkunden von unbekanntem Gelände. Und Insula ist ein Spiel, bei dem die Helden auf einer Insel landen, am Strand dieser Insel, und dann sich langsam ins Innere dieser Insel vorarbeiten. Da werden einzelne Plättchen immer umgedreht. Und am Ende versuchen sie zu einem geheimen Tempel zu kommen, in dem so ein Wunderbaum wächst mit Früchten, die einem Wünsche erfüllen. Okay, es ist das Ziel einfach des Spiels. Der wird natürlich bewacht von irgendeinem bösen Schurken, King Gosh, wenn mich nicht alles täuscht. Und den muss man besiegen. Und wer den besiegt, der gewinnt das Spiel. Das Interessante hieran ist, dass es Kooperation erlaubt. Es ist also mehr oder weniger semi-kooperativ, wenn man möchte. Die Spieler entscheiden selbst, ob sie einander betrügen, zusammenarbeiten. Man kann allein gewinnen, man kann in der Gruppe gewinnen. Was mir aber sehr gut bei dem Spiel gefällt, ist, dass es im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die mir in den Sinn gekommen sind, erstens deutliche Spielerinteraktion ermöglicht, ohne dass sich die Spieler gegenseitig angreifen. Zweitens, es dauert nicht so lang. Man hat nicht so viel Zeit. Es gibt so einen Zeit-Track, also ein Zeitmesser. Und wenn die Sonne untergeht, dann ist der vorbei und dann verlieren einfach alle Spieler. Und das kann relativ schnell passieren. Das heißt, man spielt hier nicht mehrere Stunden an dem Spiel, sondern das geht recht zügig. Und es ermöglicht Kooperation. Ich kann aber auch jemanden in den Rücken fallen. Manchmal ist es sinnvoll, einem zu helfen. Und das gefällt mir wirklich gut. Und da es doch ein außergewöhnliches Spiel ist, finde ich es hier ganz nett, mal vorgestellt zu haben. Mein Vorschlag für ein Brettspiel-Pendant zum RPG-Computerspiel ist Mage Knight. Das ist auch ein Fantasy-Spiel, bei dem die Spieler eben in die Rolle von Mage Knights schlüpfen und ein Land erkunden müssen. Das Besondere ist, es gibt viele verschiedene Modi in diesem Spiel, unter anderem auch einen kooperativen Modi, der allerdings, finde ich, dem RPG, das Computer-RPG am nächsten kommt, ist, denke ich, der Solo-Modus. Es ist relativ komplex, es hat unglaublich viele Mechanismen, die es zusammen vereint. Also es hat Deckbuilding, es hat Drafting, es hat Tile-Placement, also man erkundet das Land, indem man auch wieder neue Blättchen aufdeckt. Man würfelt im Kampf zum Beispiel, und es hat aber auch durchaus eben RPG-Elemente. Das macht es unglaublich reich. Man hat unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, sich und seinen Charakter zu entwickeln und auch verschiedene Strategien auszuprobieren. Aber es ist halt auch sehr komplex. Also es ist nicht einsteigerfreundlich. Man braucht schon eine Weile, um sich da reinzudenken, und auch ein paar Partien muss man spielen, um da richtig reinzukommen. Aber dann wird man mit einem sehr reichen Spielgefühl belohnt. Ich finde es schön, bei dem Spiel hat man halt, wenn man die Teile erkundet und dann kommen zum Beispiel neue Städte oder Burgen, dass man auch die Möglichkeit hat, verschieden mit diesen Orten zu interagieren. Mhm. Also ich muss nicht nur auf positiven Wege mit dieser Stadt interagieren, ich kann mit dieser Stadt auch im negativen Sinne interagieren, also plündern, zerstören und ähnliches. Nein, es gibt dann die Möglichkeiten, Optionen. Das ist bei dem Spiel einzigartig im Vergleich zu vielen anderen Spielen. Nee, ich finde bloß deinen versuchten Euphemismus wunderbar, auch in negativer Art und Weise zu interagieren. Also sie auszutauschen.
So, wir kommen zu meinem Vorschlag für alle RPG-Freunde, die das gerne als Brettspiel-Variante ausprobieren möchten. Mein Vorschlag ist wahrscheinlich etwas umstritten, ne? Denn es handelt sich dabei um Runebound. Runebound ist ein Spiel, das, um ehrlich zu sein, einige Macken enthält. Also erstens, es dauert furchtbar lang, zweitens hat es einen Rich-Gets-Richer-Mechanismus, das heißt, derjenige Spieler, der sich schnell an die Spitze setzt, gewinnt wahrscheinlich das Spiel, aber muss dann trotzdem noch ewig lange spielen, bis es tatsächlich zum Ende kommt. Spielt es nicht mit 5 Spielern oder mit 6, es steht drauf von 2 bis 6 Spielern. Es geht nicht darum, dass die Spieldauer umso länger wird, aber man sitzt ewig da, bis man wieder drankommt. Ja. Also für 2 oder 3 ist es echt gut geeignet, aber darüber hinaus würde ich es nicht spielen. So, nachdem wir jetzt all das gesagt haben, warum habe ich trotzdem Runebound aufgenommen? Erstens, weil es einen tollen Bewegungsmechanismus enthält und man reist tatsächlich als eigene Gruppe eine Landkarte und die Bewegung funktioniert. Es gibt unterschiedliches Terrain und ich habe Würfel und diese Würfel sagen mir, über was ich mich diese Runde bewegen kann. Das heißt, ich weiß nicht hundertprozentig, wie kann ich mich bewegen. Das heißt, obwohl es ein Roll-and-Move-Mechanismus ist, ist es trotzdem noch ein interessanter Roll-and-Move-Mechanismus. Und ansonsten enthält dieses Spiel wirklich alles, außer vielleicht negative Interaktionen mit Städten, ne? Was man sich von einem RPG wünschen würde. Das heißt, ich habe einen Helden, ich habe Helfer, die ich während des Abenteuers dazu bekommen kann, die ich auch wieder verlieren kann. Ich habe Interaktion mit anderen Spielern, hauptsächlich Daten, sie anzugreifen. ich kann mich aufrüsten, ich muss Quests erledigen und es geht darum, möglichst schnell in höhere Quests zu kommen und stärkere Bosse zu besiegen und stärkere Gegner zu besiegen. Das heißt, wenn man diese Bestandteile eines klassischen RPGs nimmt, führt das Runebound wirklich 1:1 um. Und für die Leute, die halt gerne irgendwie ein längeres Spiel haben und vor sich hin spielen und dann sehen, oh, jetzt wird mein Charakter noch stärker und noch besser, ist Runebound genau das Richtige. Und es sollte jetzt auch wieder besser erhältlich sein, weil jetzt von Fantasy Flight Games die 3. Edition eben rausgekommen ist, auf Englisch. Aber ich denke, es wird es auch wieder ins Deutsche schaffen. Wir sind am Ende unserer Vorschläge für RPG-Fans im Brettspielbereich angelangt. Wenn ihr andere Spiele auf eure Liste genommen hättet oder andere Vorschläge habt, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, ihr wart hier bei Würfelbox und wir sehen uns beim nächsten Mal.